Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV am bitterbösen kalten Bilsterberg, wo ich euch heute den Audi S3 als Sportback präsentieren darf. Der erste S3, den hat Audi bereits im Jahre 1999 vorgestellt. Die aktuelle Generation vom Audi A3 wurde 2012 im Frühjahr eingeführt und die aktuelle Version vom Audi S3, im Übrigen die dritte Produktgeneration Audi S3, die wurde im Herbst 2012 dann erstmalig gezeigt. Im Jahre 2016 hat Audi angefangen, die komplette A3-Baureihe nochmal einem Facelift zu unterziehen. Und das ist im Prinzip genau das Auto, was wir euch hier heute zeigen. Der Audi A3 hat beim Euro NCAP Crashtest alle 5 Sterne geholt, kann man also eigentlich als sicheres Auto bezeichnen, wobei es sich immer lohnt, beim Euro NCAP Crashtest auch in die Ergebnisse zu gucken, was da wie abgeschnitten hat. Als Dreitürer damals haben sie ihn gecrashed. Den Dreitürer gibt es seit 2017 nicht mehr, den haben sie eingestellt. Den Audi A3 gibt es noch in den Karosserieformen Sportback, Limousine und Cabrio. Die Limousine haben wir euch neulich erst als ES3 präsentiert. Den ES3 gibt es im Übrigen nur als Sportback und Limousine. Den S3 hingegen, davon gibt es auch noch die Cabrio-Version. Unseren Testwagen, also diesen S3, den wir hier heute besprechen, den habe ich für euch im Audi-Konfigurator nachgebildet. Hier stecken 14.000 Euro an Optionen drin und die alle einzeln aufzuzählen, das kostet einfach zu viel Zeit. Also nehmt euch die Zeit, guckt einmal hier, wir blenden gerade den Code ein, der ist auch unten im Beschreibungstext nochmal verlinkt. Da könnt ihr euch das Auto ansehen, zu euren Vorstellungen nachkonfigurieren. Ich bin gespannt, bei welchem Preis ihr dann rauskommt. Ja, wir befinden uns mit dem Audi S3 Sportback definitiv in der Kompaktklasse, auch immer Golfklasse genannt. Und da haben wir auch schon den ersten Mitbewerber, das ist der Golf R, der kommt ja auch mit Allradantrieb. Mercedes hat ja im Moment nur in Anführungszeichen den Mercedes AMG A45 im Angebot. Da soll demnächst ja auch noch ein A35 kommen, das wäre wahrscheinlich der bessere Mitbewerber hier für den S3, während der A45 dann ja der Mitbewerber zum RS3 ist. Und BMW hat auch noch ein schönes Fahrzeug im Angebot, das ist der BMW M140i xDrive, dann auch mit Allrad versehen, und die können auf jeden Fall schön zusammen stechen fahren, und ihr wisst jetzt, wo ihr das Auto einsortieren könnt, aber ich denke, das wusstet ihr auch vorher schon. Audi hat ja eine richtig große Palette, was die A3-Familie angeht. Und als wir den Testwagen angefragt haben, haben wir nicht den S3 nur angefragt, sondern ich hatte Audi gesagt, ich hätte entweder gerne den A3 e-tron, also den Plug-in-Hybriden, oder den S3, weil beide hatten wir noch nicht. Da haben sie uns den S3 gegeben und ich sag mal so, ich habe nicht auch schade gesagt. Ich habe mich schon ein bisschen gefreut. Gut, der e-tron, der hat eine Systemleistung von 204 PS, kommt mit einem 1,4 Liter TFSI, der 150 PS leistet, dazu noch ein Elektromotor mit 75 kW, der soll eine elektrische Reichweite von 50 Kilometer haben. Und eine andere Form haben sie auch noch in Sachen alternative Antriebe. Es gibt den A3 auch als G-Tron. Wir hatten ja jüngst den Audi A4 G-Tron, also ein Erdgasfahrzeug. Da ist ebenfalls ein 1,4 Liter TFSI verbaut. Der leistet allerdings nur 110 PS. Und damit kann man sowohl Erdgas als auch Benzin fahren. Die Erdgastanks reichen für eine Reichweite von knapp 400 Kilometer und der Benzintank dann für eine Reichweite von 500 Kilometer. Natürlich gibt es auch allerlei konventionelle Antriebe hier für den Audi A3. Fangen wir mit den Benzinern an. Ganz unten ein Liter Benziner mit 116 PS, ein 1,4 Liter TFSI mit 150 PS, zwei 2-Liter Motoren, einmal mit 190 PS und dann der S3 halt mit 310 PS. Und darüber dann noch, den hatten wir schon, 2,5 Liter Hubraum, 5 Zylinder, 400 PS. Das ist dann der RS3.
Drei Diesel stehen aktuell noch im Angebot. Das ist der 1,6 Liter TDI mit 116 PS und dann gibt es zwei 2 Liter TDIs, einmal mit 150 und einmal mit 184 PS. Geschaltet wird in der Regel manuell mit einer 6-Gang-Handschaltung. Es gibt aber auch eine 7-Gang-S-Tronic, also ein Automatikgetriebe, bei den stärkeren Modellen dann auch serienmäßig. Das gleiche gilt für den Quattro Allradantrieb, bei manchen Modellen optional erhältlich, bei den stärksten Audi A3s ist er dann immer serienmäßig dabei. Unser S3 hat also den 2 Liter TFSI unter der Haube mit einer Leistung von 310 PS. Da kommt auf ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter. Die liegen im Bereich von 2000 bis 5400 Umdrehungen pro Minute an. Es gibt den S3 auch als Handschalter. Handgerissen, Baby. Aber wir haben hier, ne, der Jan war es, die 7-Gang S-Tronic bekommen, also das Automatikgetriebe. Und der S3 verfügt immer über Allradantrieb, also Quattro. Und jetzt noch die restlichen Fakten hier zu unserem Audi S3 Sportback mit der S-Tronic. Der beschleunigt von 0 auf 100 in 4,6 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 km/h abgeregelt. Der Audi S3 Sportback verfügt über einen Tankinhalt von 55 Litern. Beim Neftverbrauch laut Audi von 7,1 Liter Super Plus auf 100 Kilometern könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 770 Kilometer kommen. Den kombinierten CO2-Ausstoß gibt Audi mit 152 Gramm pro Kilometer an. Der Audi A3 als Sportback ist 4,32 Meter lang bei einem Radstand von 2,63 Meter. Er ist 1,40 Meter hoch und misst in der Breite 1,78 Meter. Der Wendekreis des Audi S3 beträgt 10,90 Meter. Das Leergewicht ist mit 1540 Kilogramm angegeben, das zulässige Gesamtgewicht mit 2025 Kilogramm. Der preiswerteste Audi S3 ist für 44.350 Euro zu haben. Das ist quasi die Basisausstattung. Unser Testwagen kostet aber so, wie er hier steht, 59.050 Euro. Die Versicherungsklassen habe ich auch noch für euch. Haftpflicht 15, Vollkasko 25 und Teilkasko 26. Audi bietet den A3 ja in zwei Ausstattungslinien an, oder eigentlich in drei: Basis, Design und Sport. Der S3 hingegen stellt seine ganz eigene Ausstattungslinie dar. Der sieht halt dann so aus, genauso wie der ES3. Aber der sieht natürlich anders aus. Habe ich mich auch so einen Hauch von vorbereitet. Hauch für euch. Beim ES3 sind einmal die Lufteinlässe hier nochmal deutlich größer. Der sieht wirklich nochmal knackiger aus. Hat hier unten auch nochmal einen dicken Frontsplitter. Im Vergleich dazu der normale A3 mit dem S-Lines Sportpaket, Exterior-Paket, der sieht diesem Fahrzeug hier schon ganz schön ähnlich. Allerdings fehlen dann hier diese Chromstreben in den Lufteinlässen und der S3 hat halt auch den Chromgrill. Bei dem normalen S3 ist das dann hier dunkel und auch beim ES3 ist es dunkel gehalten. Der hat aber dann unten nochmal den Quattro-Schriftzug. Bisschen muskulöser halt gestrickt. Gut, der S3 kommt serienmäßig, also in der Basis, schon mit Voll-LED-Scheinwerfern daher. Unser Testwagen ist aber hier bestückt mit den Matrix-LED-Scheinwerfern. Die können dann noch ein bisschen mehr, kosten aber auch 810 Euro Aufpreis. Und nachher fahren wir den Wagen auch nochmal in die Halle und zeigen euch das Licht im Dunkeln. Ganz dunkel ist es heute nicht in der Halle, aber ich denke, es sollte reichen. Ich drücke einmal hier die Zentralverriegelung, öffne das Auto, das Licht meldet sich. Beleuchtete Kühlgriffe haben wir nicht, aber hier in der Tür ist zumindest rückwärtig nochmal was. Und nach unten auch nochmal, da strahlt auch eine LED runter. Die S-Line Einstiegsleiste ist beleuchtet und die Innenbeleuchtung ist auch angegangen vom Fahrzeug. Ich mich hier einmal rein und starte auch den Motor. Da verabschiedet sich dann hier auch die Innenbeleuchtung, dimmt so aus. Und ich habe jetzt einmal die Boxen, die Bang & Olufsen Boxen sind beleuchtet. Fußraum ist beleuchtet. Und hier der 12 Volt Anschluss wie auch die Cup Holder. Alles schön in weiß, kann man gut sehen. Auch hier die ganzen Schalter halt. Und auch das Lenkrad ist beleuchtet, wie auch unten die Schalter nochmal und hier im Fenster auch. Ups,
Und das Cockpit sieht dann so aus bei Nacht. Kann man alles gut ablesen. Die Farbe unseres Testwagens, die hatten wir auch schon an anderen Modellen. Das ist das Navara Blau Metallic. Kostet 690 Euro Aufpreis. Ist eine von 12 regulären Farben, die man wählen kann. Zwei Farben, da muss man nichts extra zahlen. Das ist schwarz und weiß. Und dann gibt es noch aus dem Audi Individualprogramm eine ganze Menge Lackierungen. Die kosten dann aber über 2.500 Euro extra. So ist das. Der S3 steht serienmäßig auf 18 Zoll Felgen, so wie ich ihn für euch konfiguriert habe, steht er auf 19 Zöllern. Audi hat uns aber hier schnell nochmal die Winterreifen aufgezogen. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Von Oktober bis Ostern fahren wir ja immer schön Winterreifen, so auch die Testwagen, die uns die Hersteller geben. Darum haben wir doch noch 18 Zöller hier drauf. Denkt euch 19 Zöller. Wir haben hier, weiß ich gar nicht, Bridgestone-Reifen drauf, Bridgestone-Winterreifen, Blizzard, nee, Blizzack, in den Dimensionen 225/40 R18. Wir haben an beiden Achsen innenbelüftete Scheibenbremsen, vorne haben sie einen Durchmesser von 340 mm, hinten von 310 mm. Ja, im Heck sehen wir erstmal oben hier wieder so eine klitzekleine Haifischflosse, dann wieder so ein dicker Heckspoiler. Die Flicks an den Seiten sind wirklich minimal. Die dritte Bremsleuchte in der LED-Technologie hängt hier unter dem Heckspoiler. Wir fahren in der Tat den S3 und der kommt serienmäßig auch immer mit Voll-LED-Leuchten. Wenn man vorne das Matrix-LED-Licht hat, dann sind die auch animiert. Vorne die Blinker, hinten sowieso. Und die könnten wir euch auch mal eben schnell noch in der Halle zeigen. Gut, dann starte ich den Motor. Den Lichtschalter habe ich wieder in die Nullstellung gesetzt. Kann jetzt einmal das Autolicht anschalten, Parklicht und Abblendlicht. Von der Bremse könnte ich auch mal steigen. Ne? Also Bremse ist klar. Dann haben wir hier zwei Nebelschlussleuchten am Start. Es gibt auch zwei Rückfahrscheinwerfer. Und ich kann selbstverständlich auch blinken, zur einen Seite, zur anderen Seite und den Warnblinker aktivieren. Und damit bin ich mit der Lichtorgel auch schon durch, schalte das Licht wieder aus und auch den Motor. Dann, wenn wir nochmal eine Etage tiefer gucken, haben wir hier eine vierflutige Auspuffanlage. Wieder der Vergleich zum ES3. Der hat auf jeder Seite nur ein richtig, richtig dickes Rohr gehabt. Während, wenn wir jetzt den 190 PS Benziner nehmen mit dem S-Line Sportpaket, sieht der hinten schon relativ ähnlich aus, hat aber nicht diese silberne Kante mit dem Diffusor dazwischen, was dem Auto noch mal so ein bisschen extra Sportlichkeit verleihen soll. Das ist der Schlüssel vom Audi, den zeige ich euch natürlich gerne, bevor ich einsteige. Auf der anderen Seite haben wir hier drei Schaltflächen, Fährriegeln, Kofferraum öffnen und Entriegeln. Dazu noch den Knopf, wo der Bart dann rausspringt. Und das war's auch schon. Ich verriegel das Auto mal. Und dann entriegel ich das und jetzt halte ich das Entriegel nochmal gedrückt und kann also über die Funkfernbedienung hier die kompletten Fenster runterfahren. Und genauso kann ich das natürlich auch machen, indem ich das Fahrzeug verriegel und dann schließen sich die Fenster wieder. Schlüssel stecke ich mir jetzt wie immer in die Hosentasche.
lege nur meine Hand an den Türgriff und schon wird das Auto entriegelt und ich kann die Tür öffnen. Sehe hier auch noch meine S-Line-Einstiegsleiste. Vom Boden gemessen hier in der Mitte vom Fahrersitz habe ich eine Höhe von 50 cm zur Sitzwange und dann geht es danach nochmal 7 cm runter. Wie das in der Praxis aussieht, wenn der Jan einsteigt, geht halt ein bisschen nach unten, ist aber immer noch komfortabel. Wenn die Tür denn ganz geöffnet ist, muss ich mich ein bisschen rausstrecken, um sie zu greifen, aber das finde ich noch voll im Rahmen. Ja, herzlich willkommen hier im Innenraum vom Audi S3 Sportback, wobei ob nun Sportback oder Limousine im Vorderwagen sieht das ja alles gleich aus. Nochmal der Hinweis, die Konfiguration habe ich für euch im Artikel, Beschreibungstext des Videos auch nochmal hinterlegt zum Anklicken. Dann wisst ihr, was hier Serie ist und was zur Sonderausstattung gehört. Wie zum Beispiel dieses Lenkrad, Sonderausstattung. Gut, ich rede auch gar nicht viel. Natürlich rede ich immer viel, aber jetzt fange ich erstmal an mit dem Materialcheck. Fangen wir immer hier oben an, das ganze Armaturenbrett. Ne? Armaturenbrett ist bezogen mit so einem Soft-Touch, da kann ich also überall reindrücken. Darunter haben wir dann einmal eine schöne Leiste, sieht so ein bisschen aus wie gebürstetes Aluminium. Und selbst im unteren Bereich, also unter dieser Leiste, haben wir nochmal Soft-Touch, bis auf das Handschuhfach, das ist dann wieder harter Kunststoff. An den Seiten hier, das ist glaube ich dieses Kunstlederpaket, das optionale. Und hier mag ich ja nach wie vor sehr, sehr gerne diesen geriffelten Kunststoff. Also im Prinzip, wenn wir ehrlich sind, auch nur harter Kunststoff. Sieht aber schön aus. Haben wir gut gemacht. Ja, dann in der Tür oben auch ja, so eine Form von Soft-Touch, die jetzt aber relativ hart ist, wahrscheinlich weil es draußen auch so bitterlich kalt ist. Im unteren Bereich dann wieder das Kunstleder und ganz unten auch hier harter Kunststoff. Das Lenkrad hatte ich euch eben schon einmal gezeigt. Ich meine, das ist die ganze Zeit zu sehen. Das ist auf jeden Fall auch mit Leder bezogen. Und die A-Säule mit Stoff bezogen, darunter aber direkt wieder harter Kunststoff. Und das Dach auch mit dem gleichen Stoff bezogen, leicht unterschäumt. Also wirklich nicht viel, aber so ein bisschen Schaumstoff spürt man da schon. Audi gehört ja zu unseren Premium-Herstellern hier in Deutschland, auch wenn sich das in den Kompaktfahrzeugen bei allen Premium-Herstellern übrigens nicht immer so hundertprozentig wiederfindet. Ich finde das hier vom Materialmix durchaus ansprechend und man hat natürlich auch nach oben hin andere Möglichkeiten, wenn man noch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, aber ich sag mal so, das ist schon in Ordnung hier. Ne? Was das Platzangebot angeht, wir sind am kompakten unterwegs. Der Sitz ist ganz unten. Ich bekomme hier locker noch mal eine Faust zwischen meinen Kopf und den Dachhimmel. Sogar noch mehr als eine Faust. Ne? Können hier so Duck-Duck spielen. Der Abstand zwischen den Vordersitzen beträgt gut 20 cm. Also auch zur Seite habe ich Platz. Die Armlehne reicht allerdings nur für einen Arm. Und rein vom Platzgefühl, ich meine, ich habe ja einen dunklen Himmel, sowieso alles ist sehr dunkel, hat so ein bisschen dunklen Höhlencharakter. Das fördert natürlich nicht das luftige Raumgefühl, sondern eher so, ne, ich verschmelze mit dem Auto, Sportlichkeit, tralala. Würde ich zumindest so sehen. Ja, dann können wir gleich weitermachen mit der Ergonomie. Fangen wir hier im oberen Bereich an. Das Display, was ja auch versenken, was sich auch versenken lässt, beziehungsweise wenn man die Zündung ausmacht, ist es auch versenkt hier über die Taste. Kann man auch wieder ausfahren, 7 Zoll groß. Allerdings kein Touch, sondern einfach nur ein Display. Das heißt einfach nur. Immerhin Display. Ne? Dann haben wir hier die Lüftungsdüsen, 4 Stück an der Zahl, also auch außen, alle haben das gleiche Design. Den Luftstrom kann ich über den äußeren Ring hier regeln und sonst habe ich halt die Möglichkeit, diese Kugeln frei zu bewegen und sie dann so einzustellen, wie ich es halt am liebsten möchte. Ja, ich erinnere mich noch an den ersten A3, den ich gefahren bin, da konnte man die hier rüber auch noch regeln, ne? So ziehen und drücken. Ja, darunter dann allerlei Tasten, dies, das und jenes. Dann gibt es hier die Klimatisierung, dafür drücke ich doch mal wenigstens einmal die Zündung an, dass ihr die Displays seht. Und man kann es gar nicht oft genug hervorheben, die Haptik bei diesen Audi-Drehreglern ist immer wieder schön, so ein leichtes Knacken, dass es einrastet, darf man ruhig mal sagen. Ne? Ich finde das eigentlich ganz schick.
Okay, dann haben wir den Gangwahlhebel, da den Startknopf, auf der anderen Seite nochmal abgesetzt die Lautstärkeregelung, kann ich aber auch nutzen, um hier hin und her zu switchen. Und dann die ganze Geschichte für das Infotainment-System, der große Block, dahinter dann nochmal die elektronische Feststellbremse. Wir haben Multifunktionslenkrad und einen Scheibenwischerschalter natürlich auf der rechten Seite hinter dem Lenkrad, eine Lenkstocksäule für vorne und hinten. Dann auf der anderen Seite Fernlicht, Licht und Blinker, also nein, Fernlicht, Lichthupe und Blinker. Und zum Antippen dann die Aktivierung bzw. Deaktivierung vom Spurhalteassistenten. Ein bisschen tiefer haben wir dann noch einen Lenkstockschalter hier, das ist der Tempomat. Ja. Und links neben dem Lenkrad, kommt da noch ein bisschen näher ran, ein bisschen, ne? Dann der Lichtschalter mit Nebelschlussleuchte und Schlechtwetterlicht, plus hier, ne, Null Auto und so weiter und so fort. Da ist dann auch nochmal zur Helligkeitsregelung vom Cockpit. Vor dem Türgriff haben wir die Zentralverriegelung und in der Armlehne einmal die Spiegelverstellung. Die Spiegel hier lassen sich nicht elektrisch anklappen. Dahinter nochmal die elektrischen Fensterheber und die Kindersicherheitstaste halt. Ja, ich meine, das ist auch kein Hexenwerk hier mit dem Facelift. Viel hat sich nicht geändert oder so viel. Es ist alles gut zu bedienen, einfach zu erreichen. Und wenn man schon mal ein VW bzw. ein Fahrzeug aus dem VW-Konzern gefahren ist, dann findet man sich hier auch sehr schnell zurecht. Und die ganzen Schalter stellen einen nicht vor ein unlösbares Problem. Ganz im Gegenteil, ich finde, das haben sie hier alles ganz gut gelöst. Ja. Dann haben wir die drei Punkte durch. Kann ich hier weitermachen? Es gibt im S3 eine Gurthöhenverstellung. Ich zeige euch gerne einmal die Länge der Gurte hier. Das ist ja nicht nur für den Fahrer relevant, sondern auch für den Beifahrer, falls man da Kindersitze unterbringen möchte. Ich sitze hier auf den S-Sportsitzen. Also das sind nicht die normalen Sitze, sondern die sind schon nachgerüstet quasi, also optional vorhanden, komplett manuell zu verstellen. Ganz hinten, ganz vorne und wieder so eine Einstellung, die ich gut finde. Dazu auch höhenverstellbar, nicht nur der Fahrersitz, sondern auch der Beifahrersitz. Und wir haben hier nochmal eine pneumatische Lordosestütze, die sich nicht nur ein- und ausfahren lässt, sondern auch in der Höhe verstellen lässt. Und die Armlehne kann ich dann über ein Drehrad regeln. Dazu die Kopfstützen sind integriert, das seht ihr auch. Und wie ihr vielleicht auch schon seht, wenn ich den Mütze vielleicht nochmal abmache, das ist hier auch schon alles, ne? Also die brauche ich auch in der Höhe. Ich bin mal gespannt, wie das bei Tobi aussieht, wenn der hier dran sitzt. Wir haben zudem noch eine dreistufige Sitzheizung, von der Heizleistung auch durchaus okay. Was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, die springt nach einem Weilchen immer in Stufe 2 zurück. Der unterschiedliche Modelle, wie Sitzheizungen funktionieren, entweder in Stufe 3 die ganze Zeit, dann lässt die Heizleistung nach und schnellt dann aber auch irgendwann wieder hoch auf Stufe 3. In diesem Fall ist es jetzt, der fällt ab auf Stufe 2 und bleibt dann da so konstant. Ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite, aber da ist ja jeder auch wieder anders veranlagt, ne? Wie man das so haben will. Die Sitzfläche lässt sich auch noch erweitern, das messe ich natürlich auch gerne mal für euch. Normale Sitzflächenlänge 50 cm, mit der Erweiterung sind es 54 cm. Kann man also noch gut 4 cm ausfahren. Hatte ich jetzt nicht so das Bedürfnis, mir reicht das so. Ich bin mehrere längere Strecken gefahren, also zwischen 1,5 und 2 Stunden habe ich im Auto gesessen, nee, einmal sogar 3 Stunden. Mit einer kleinen Pause natürlich. Und hatte so leichte Probleme mit meiner rechten Pobacke. Ich weiß auch nicht. Die hat das Gestühl hier nicht so gut vertragen. Ich will das nicht sagen, dass das ein schlechter Sitz ist. Normalerweise steht Audi ja für sehr gute Sitze. Aber ich hatte hier in diesen Sitzen Probleme. Das darf ich zumindest festhalten. Ja. Okay, das Lenkrad hier ist manuell zu verstellen. Man hat auch einen ordentlichen Radius, den man hier ausschöpfen kann. Es ist allerdings mal das Problem, wenn man es zu tief einstellt, dann verdeckt man wirklich Teile vom Cockpit, vom Virtual Cockpit in diesem Fall. Das ist so ein bisschen schade. Ja, und so will ich nicht fahren.
Also wenn ich meine Einstellung hier schon habe, sehe ich schon nicht mehr die Kontrollleuchten im oberen Bereich. Und auch Teile werden hier nicht angezeigt. So ein bisschen nervig gerade die Restkilometeranzeige. Ich fahre ja immer so quasi, bis nur noch heiße Luft im Tank ist. Und wenn du das nicht im Blick hast, ist das immer so ein bisschen ätzend, finde ich zumindest. Aber sonst auch das noch im Rahmen. Wenn wir also ein Lederlenkrad, ein optionales S-Sportlenkrad unten abgeflacht mit Lenkradwippen. Sind also hier so schwarze Plättchen im Prinzip, die hinten auch nochmal geriffelt sind. Drei Finger kann ich dahinter klemmen, kommt man gut ran, ist überhaupt kein Problem. Aber halt nur schwarzer Kunststoff. Beim Lenkrad selber handelt es sich um ein Multifunktionslenkrad, das hatte ich eben schon gezeigt. Hier habe ich alle Funktionen, um den Bordcomputer zu bedienen, kann also hier hin und her springen, den View nochmal ändern, eine Zurücktaste habe ich, eine OK-Taste und hier an den Seiten sogar nochmal so zwei Wippen, um Optionen mir nach vorne zu holen. Auf der rechten Seite dann die Steuerung des Infotainment-Systems, also die Lautstärke kann ich hier ändern, Drücken des Drehrads führt zum Muten des Systems, ich kann Lieder skippen, Spracherkennung aktivieren, Telefonate annehmen, die letzte Navigationsanweisung mir nochmal anhören und habe eine programmierbare Taste, wo ich diverse Optionen habe, die ich nutzen kann. Also es ist nicht frei programmierbar, sondern ich habe so 10 Sachen, aus denen ich halt wählen kann, die dann mal mehr und mal weniger Sinn machen, zumindest aus meiner Sicht. Ja, vom Lenkrad zu den Spiegeln. Die haben ja ein recht flaches Design, sind jetzt auch auf die Tür gewandert, um ein bisschen besser im Wind zu liegen, aber auch um die Fahrtgeräusche noch zurückzunehmen. Die Spiegelfläche finde ich trotzdem angenehm groß, auch wenn die recht schmal sind. Und in beiden Spiegeln sehe ich eine Menge. Nicht ganz so schön ist das beim Innenspiegel gelöst. Da muss ich tatsächlich meinen Kopf so ein bisschen bewegen, damit ich wirklich die komplette Heckscheibe erfassen kann. Ich rücke nochmal ein Stückchen weiter nach vorne, macht aber auch keinen Unterschied. Dafür ist der Innenspiegel rahmenlos, was ja schick ist. Bloß wenn ich darin nicht ausreichend sehe, dann ist das dann auch wieder so ein bisschen verschenkte Liebesmühe, würde ich sagen. Der Schulterblick über die linke Schulter, die B-Säule ist schon ziemlich breit, kann ich aber so ein bisschen drumherum gucken. Auf der anderen Seite, rechte Seite, A-Säule in Ordnung, B-Säule in Ordnung. Muss man mal so ein bisschen gucken, wenn der Sitz jetzt hier, der Beifahrersitz, ein Stück noch mal weiter vorne ist, dann verlängert der quasi die B-Säule. Weil wir schon so eng sitzen, ne? Also dann hätte man, da könnte man sich einen toten Winkel konstruieren, will ich damit sagen. A, B machen wir C-Säule, zwischen C und D-Säule ist ein kleines Fenster und die D-Säule ist dann schon wieder ganz schön breit. Aber diesen toten Winkel kann ich natürlich immer mit dem Einbeziehen des Blicks in den Spiegel beim Rundumblick auflösen und somit ist der Wagen auch ganz schön übersichtlich. Wir haben hier auch keine Rückfahrkamera in unseren Wagen verbaut, eingebaut, verbaut soll ich nicht mehr sagen, ne? Je nachdem, wenn es passt schon. Jedenfalls gibt es keine Rückfahrkamera, sondern nur so eine normale Ansicht. Kann ich euch doch auch einmal schnell zeigen. Start einmal den Motor hier, legt den Rückwärtsgang ein. Dann habe ich quasi hier nur die Sensoren, die da Bereiche haben. Hier ist jetzt natürlich nichts groß. Würde dann hier entsprechend oben oder unten aufleuchten, wenn sich was nähert. Kennt ihr aber auch, ne? Mal sagen das nicht, hier passiert auch nichts mehr. Ja, und dann kann ich nochmal gleich das Lenkrad wieder ein bisschen höher stellen. Also nicht so wirklich meine Position, aber damit ich einfach besser reinfilmen kann. Startknopf hatte ich euch gezeigt, ist hier auf der Seite. Also ich starte den Motor jetzt einmal. Meldet er sich hier. Also das Virtual Cockpit hier in unserem Fahrzeug. Das ist auch serienmäßig, wenn ich das richtig gesehen habe. Und habe hier so eine View-Taste. Ne? Schalte ich mal scharf. Da, View. Und damit kann ich hier wählen zwischen dieser Sportansicht mit dem zentrierten Drehzahlmesser und zwei normalen Rundinstrumenten. Ich fange jetzt aber mal mit der Ansicht an, weil ich die eigentlich auch immer genutzt habe. Wir haben also ein Drehzahlmesser mittig, bis 8000 Umdrehungen ist er ausgewiesen, bei 6800 oder so fängt der rote Bereich an. Innen drin dann groß die digitale Geschwindigkeit, also die 0, darunter das aktuelle Fahrprogramm.
Ne? Und wenn ich hier manuell gehe, werden mir die Gänge auch entsprechend angezeigt, aber auch wenn ich normal Drive anhabe. Und im unteren Bereich die Leiste habe ich erstmal stets im Blick auch die Öltemperatur, darunter dann die Kühlwassertemperatur, die Uhrzeit mittig unter dem Drehzahlmesser, auch die Außentemperaturanzeige. Und da haben wir dann nochmal den Boost, darunter die Tankanzeige und Zwischentemperaturanzeige und Boost haben wir halt ein bisschen Platz für Tempolimits, die da eingeblendet werden können. Oder auch hier den Spurhalteassistenten bzw. der adaptive Tempomat meldet sich dann auch. Auf der Seite habe ich dann die Uhrzeit eingeblendet mit dem Datum. Aber auch hier können wir quasi, sobald wir eine Route geplant haben, wird uns da die aktuelle Anweisung angezeigt. Und auf der anderen Seite haben wir dann quasi den Bereich Bordcomputer. Also das wäre jetzt Navigationsanzeige, Adressbuch, ne, was ich hier so alles spielen kann, also Infotainment-System, Assistenzsysteme, beziehungsweise die Assistenzsysteme, da kann ich dann auch noch hoch und runter fahren. Verkehrszeichen gibt es gerade nicht. Ja, Sitzheizung habe ich angemacht. Das ist unser Durchschnittsverbrauch, Langzeit, Kurzzeit, Verbrauch aktuell und das war es dann schon. Wenn ich den View jetzt nochmal auf die beiden Instrumente hier schalte, kann ich dann genauso durch den Bordcomputer durchschalten. Das macht natürlich hier viel Sinn, wenn man jetzt navigieren möchte, dann hat man nochmal die große Navigationsansicht. Ja. Und immer wenn ich an den Seiten diese blauen Laschen habe, dann kann ich hier irgendwas, also wenn mir die angezeigt werden, noch aktivieren oder einstellen. Beziehungsweise hier ist dann grün, also diese Laschen. Die Farbe war falsch. Ja, kann ich hier andere Sachen noch machen. Gut. Das war's. Und hier dann wieder die gleiche Geschichte in grün zum Durchschalten. Müssen wir jetzt aber nicht. Zack. Fertig. Im oberen Bereich seht ihr, die Parkbremse ist angezogen. Da haben wir dann noch mal so ein paar Leuchtdioden. Auch lustig, ne? Aber das ist, glaube ich, Redundanz, damit das irgendwie alles sichtbar ist. Ja, und angeschnallt bin ich auch nicht. Ich glaube, vergessen habe ich zu erwähnen, die Zeile da unten mit aktuellem Kilometerstand und Tageskilometerzähler, die werden da auch halt immer angezeigt. Egal, welche Ansicht ich jetzt nun wähle, bleiben die immer da stehen. Und wo ich das hier gerade noch in der Hand habe, der Warnblinkschalter befindet sich hier. Hier in dem Bereich wäre ja meine favorisierte Lösung, aber das ist, glaube ich, noch vollkommen im Rahmen, kann man machen. Und den kann man auch gut erreichen und finden, weiß ich auch aus Erfahrung, weil 2-3 Mal stand ich auch im Stau mit dem Auto. Jo, dann was fehlt noch? Der Hupencheck natürlich, denn Schiebedach haben wir nicht, das kann ich übergehen. Die Hupe hört sich dann so an. Bin ich auch schon wieder zurück mit dem Ausfahrt-TV-Ablagencheck. Ich zeige euch die ganzen Ablagen in den Fahrzeugen, in diesem Fall im S3 Sportback. Fange immer an mit den Türtaschen. Da habe ich jetzt diese 1,25 Liter Flaschen mir mal genommen. Die passt auch hier hervorragend rein, auch ohne Probleme. Dahinter ist in der Seitentasche immer noch Platz für 2 Warnwesten. Aber das ist es auch schon. Ich kann allerdings noch erwähnen, dass der Boden der Seitentasche mit so einer Gummimatte ausgekleidet ist, also rutschfest. Dann passiert hier erstmal gar nichts. Und dann bin ich auch schon in diesem vorderen Bereich hier. Die Flasche, ne, dann kann ich gleich mit anfangen. Ne? Also ich habe hier 2 Becherhalter. Der halbe Liter passt hier gut rein, auch ohne an diese Schalterreihe groß zu stoßen. Ich habe in jedem Behältnis nochmal 3 Abstandshalter, die die Flasche dann auch ganz gut halten. Die lege ich mal zur Seite. Davor dann nochmal so eine kleine Gummimatte, wo ich Sachen ablegen kann. Auf der rechten Seite ein 12-Volt-Anschluss und auf der linken Seite der erste USB-Anschluss, der sich auch mit dem System verbinden lässt. Ja, dann hier hinten neben der Feststellbremse habe ich nochmal so 2 Schlitze. Die sind, glaube ich, für Kleingeld gedacht, für den üblichen Einkaufseuro. Die Armlehne kann ich ausziehen, aber nicht in der, doch auch in der Höhe arretieren.
Das macht Sinn. Oder ich klappe sie halt ganz nach oben, dann habe ich hier nochmal ein kleines Staufach, wo mein Handy liegt und das aus gutem Grund, denn sobald ich das hochnehme, sieht man hier auch, wie das QI-Logo induktiv laden ist, also hier angesagt in dem Fach ist gleichzeitig die Telefonbox, soll also auch nochmal das Handysignal verstärken. Also dann kann das Auto quasi als Antenne dienen. Hier habe ich auch nochmal einen AUX-In-Anschluss und einen zweiten USB-Anschluss und auch der lässt sich mit dem System verbinden. An der Seite gibt es dann nochmal so ein kleines Gumminetz. Da kann ich irgendwelche Sachen hinterklemmen, wenn ich denn möchte. So. Das Handschuhfach, da habe ich noch ein Stück was vom Infotainment-System. Unter anderem ein CD-Slot, zwei SD-Karten-Slots und ein SIM-Slot ist hier verbaut. Das Handschuhfach ist auch beleuchtet, allerdings nicht mit einer LED. Und das ist hier, was uns Audi mitgegeben hat. Das ist die Pressemappe oben. Das Bordmaterial ist dann der zweite Stoß und die Parkscheibe. Dazu habe ich hier noch einen Schlüsselhalter. Und das war's. Mehr gibt es auch nicht. Okay, gehen wir nach oben weiter. In beiden Sonnenblenden haben wir Make-up-Spiegel. Die werden auch hier beleuchtet mit zwei kleinen LEDs. Spiegelfläche ist auch okay groß. Daneben dann nochmal ein richtig großer Clip für Tickets oder meinetwegen auch so eine Rettungskarte. Die Sonnenblende kann ich zur Seite drehen, aber nicht ausziehen, sodass diese Handvoll hier quasi nicht die Sonne abhält. Und gerade wenn ich als größerer Fahrer in der Regel ja ein bisschen weiter hinten sitze, dann bringt mir das nicht wirklich viel. Im schwarzen Himmel hier verbergen sich auch noch Haltegriffe. Und zwar in allen vier Türen sehen wir die. Und dann gibt es hier noch Leseleuchten für den Fahrer und den Beifahrer. Beides mit LED-Technik gelöst. Ich kann das Ganze aber auch aktivieren als Einstiegsbeleuchtung. Dann habe ich in der Mitte nochmal zwei LEDs, die hier Licht spenden und den Innenraum so ein bisschen illuminieren. Ja, und damit bin ich dann auch schon durch mit dem Ablagencheck. Gut, zu guter Letzt oder Teil 3 des Innenraums ist ja jetzt neu das Infotainment-System. Ich habe mir nochmal schnell ein Apple-Ladekabel geholt. Brauche ich ja nicht zum Laden, aber möchte hier ganz gerne Apple CarPlay nutzen. Das Handy lasse ich jetzt hier mal liegen. Ich starte jetzt mal den Motor. Muss ich nicht, aber fährt das Display hier einmal hoch. Da haben wir also das Display, mein Handy habe ich jetzt hier verbunden und klicke jetzt erstmal ins Menü rein und jetzt sollte er mir hier auch anbieten, Apple CarPlay, das kann ich auch entsprechend aufmachen und hier üblicherweise CarPlay nutzen. Ja, manchmal hängen die Apps ja immer so lustig, neuerdings auch übrigens WhatsApp, ne? Habt ihr schon mitbekommen. Ist jetzt aber auch nicht so super toll gelöst. Ja, und das ist halt die ganz normale Funktionalität. Auf die muss ich jetzt, glaube ich, nicht speziell eingehen. Es ging mir nur darum zu zeigen, ich habe Apple CarPlay. Kann jetzt wieder übers Menü zurückgehen. Wenn ich jetzt das Telefon auswähle, sagt er mir aber, hey, Moment, dein Telefon ist im Apple CarPlay-Modus. Du kannst also damit nicht telefonieren. Ich kann natürlich über Apple CarPlay telefonieren. Und bei den Medien ist es eben genau dasselbe. Jetzt ziehe ich mein Handy hier nochmal eben ab. Damit verschwindet dann auch der Punkt. Ist nur noch Smartphone, wird das jetzt hier genannt. Was ist mit der Kamera und diesen Einstellungen nicht in Ordnung, ne? Nur so ein Halbbild. Ich hoffe, dass das nur bei mir auf dem Monitor so komisch aussieht, nicht bei euch am Bildschirm. Wenn, dann entschuldige ich mich jetzt schon mal. Gut, wir haben generell Fahrzeugeinstellungen. Hier kann ich jetzt erstmal die Fahrprogramme wählen, kann auch noch weitere Sachen einstellen. Ich muss mir nochmal irgendwas einfallen lassen, um diese wahnsinnig schwere Kamera einfacher halten zu können. Audi Drive Select hatten wir, Fahrzeugeinstellungen. Hier ist übrigens die Bedienung der Lenkradtaste, die ich eben schon mal angedeutet hatte.
Und da seht ihr, das ist die freie Programmierung. Also so frei ist man nun, weiß Gott, nicht. Außenbeleuchtung, Ambient Light ist klar. Fahrassistenzsysteme, auch da kann ich einiges einstellen. Sieht man zumindest auch mal, was drin ist. Klima, auch noch eine Option. Servicekontrolle lassen wir weg und das Bordbuch auch. Damit sind wir mit dem Punkt auch schon vollkommen durch. Ich kann jetzt nochmal hier zurückspringen. Klang, Höhen, Bässe ist klar. Ein Equalizer, Klangeffekte kann ich noch einstellen. Surround Level und Fokus vorn oder hinten. Fahrerspezifisch ist nichts vorhanden. Springen wir auch da wieder zurück. Das Radio kann ich einfach unterschiedliche Sender wählen. Ich höre ja in der Regel Radio Bob. Und auch hier haben wir jetzt die Nasen, habe also DAB an Bord, FM, AM kann er unterschiedlich umschalten, will ich jetzt aber gar nicht. Und auf der anderen Seite habe ich auch nochmal die Klangeinstellung, kann Sachen aktivieren, deaktivieren. So, zurück, Medien, das ist jetzt Bluetooth, Quelle kann ich hier wieder auswählen, mein Handy oder entsprechend andere Sachen, CD, SIM-Karten, USB nochmal, WLAN und das Internet kann ich noch angeben. Ja, und mich hier durchbewegen, ich nochmal zurück, Telefon ist auch klar. Jetzt die Navigation, wohin möchten Sie fahren? Und jetzt habe ich hier mehrere Möglichkeiten. Entweder ich nutze das Touchpad wirklich, um hier was einzugeben. Ja. Dann passiert jetzt auch hier schon direkt was auf dem Ding. Und sage ich jetzt, okay, Bielefeld, genauso machen wir das. Die Lasche an der Seite bringt mich dahin, die andere Lasche bringt mich hierhin. Und würde jetzt sagen, nee. Löschen. W. E. R. T. H. E. Und. Löschen. Ich habe gerade gesehen, da ist sie auch schon, die Werther Straße. Nee, Ziel vervollständigen will ich nur. Und dann nochmal unsere 42 da hinten. 2. Löschen. Nee. Z. Löschen. 2. Löschen. So, das ist jetzt die Adresse, die ich nutzen will. Gehe einmal ein tiefer. Die Routen werden berechnet. Ja, und dann kann ich mir hier noch eine aussuchen von den dreien, die er mir anbietet. Ich würde mich jetzt für die entscheiden. Autobahn, ne? Ist für das Auto das schnellste. Und könnt jetzt quasi bitte losfahren. Fahren Sie zur angezeigten Route. So, mal die Lasche. Wo kann ich hier abbrechen? Das ist ja auch immer ganz interessant. Da nicht. Zielführung abbrechen, rechte Seite. Und dann ist es auch schon vorbei. Jetzt das Ganze hier nochmal. Ziel eingeben. Zu welchem Ziel möchten Sie fahren? Bei Adressen verwenden Sie bitte die Reihenfolge Stadt, Straße, Hausnummer. Bielefeld, Wertherstraße 42. Hier sind Ihre Ergebnisse inklusive der Adresse. Ja, hat er gleich gefunden. Ich übernehme Bielefeld, Wertherstraße 42. Soll ich die Zielführung starten? Ja. Ja, dann geht das wieder so seinen Weg. Ne? Dann kann ich hier nochmal sagen, fertig. Und dann fängt er auch wieder an zu rechnen. Das Display ist übrigens 7 Zoll groß. Und wir haben hier in unserem Testwagen das Bang & Olufsen Premium Sound System. 14 Lautsprecher, 15 Kanäle, 705 Watt. Und ich spiele ja neuerdings immer mein Liedchen an. Das mache ich ja sehr, sehr gerne. So, jetzt erstmal wieder die Bluetooth-Lautstärke hier locker auf 3/4.
Lautstärke vom Infotainment-System drehe ich mal ein bisschen über Zimmerlautstärke. Fall. Das System ist schon recht ordentlich, gerade für die Kompaktklasse. Da tun die sich ja meistens dann doch eher noch mal ein bisschen schwerer. Aber leise Musik hören ist immer keine Kunst. Jetzt drehe ich das noch mal auf. Ich habe hier keine wirkliche Skala, also irgendwie auch 3/4. Ja, Höhen okay. Die Bässe überholen sich irgendwann so ein bisschen, also zumindest wenn man sie wenn man so hoch dreht. Im Grunde der Bass erstmal schön, hat richtig Druck, da kommt auch was an, aber wenn man nicht nur auf den Druck an sich achtet, sondern ein bisschen auch auf den Bassklang, gerade bei höheren Lautstärken hallt der komisch nach oder überholt sich so ein bisschen, so würde ich es am ehesten formulieren, und die Mitten verlieren dann auch so ein bisschen. Das ist aber schon Jammern auf hohem Niveau, das ist schon ein ordentliches System, und ich würde mich glücklich schätzen, das in meinem Auto zu haben, aber nach oben hin ist ja immer noch Luft, das wissen wir von den wirklichen Premium-Systemen. Achso, ja, was ich natürlich jetzt euch nicht gezeigt habe, aber das ist auch wirklich ein Gucken. Das Handy verbinden hier klappt auch während der Fahrt. Ich kann also einfach auf Telefon gehen, dann sagt er mir in der Regel, hier kein Telefon verbunden. Was wollen Sie machen? Oder auch nicht. Bluetooth-Einstellungen war das, glaube ich, ne? Nee. Ja, ich finde den Dialog jetzt noch nicht mal. Aber es ist eigentlich, wenn man kein Telefon angeschlossen hat, dann wird man da durchgeleitet, dauert keine Minute und das Telefon ist verbunden. Das finde ich eigentlich auch immer sehr wichtig, dass sowas einfach geht. Wobei, wenn man sich das Auto gekauft hat, dann ist es ja eh nicht so dramatisch. Tobi hat ja ein eigenes Format, nennt sich Ausfahrt TV für Große. Müsst ihr unbedingt mal gucken, das ist immer wesentlich spannender, wie viel Platz man hier hinten hat, wenn Tobi am Steuer sitzt. Kann ich euch nur empfehlen, den Clip. Ich habe den Fahrersitz jetzt aber auf mich eingestellt, auf meine Größe von 1,80 Meter, und werde jetzt auch mal hier hinten reinspringen, um euch zu zeigen, wie das Platzangebot für jemanden wie mich ist, der hinter sich sitzt. Der Sportback hat ja wie ein Kombi keine abfallende Dachlinie, wie das heutzutage sonst so üblich ist. Ich muss den Kopf hier also nicht groß einziehen, wenn ich einsteige. Komme auch bequem rein und die Tür lässt sich auch einfach schließen. Herzlich willkommen im Innenraum hier in der zweiten Sitzreihe vom Audi S3. Und man merkt schon hier die S-Line Sportsitze. Die sind nicht nur bequem zum Sitzen oder mächtig zum Sitzen, sondern hier hinten nehmen die auch so ein bisschen Platz weg, finde ich zumindest. Ich könnte hier auch noch mal die Kopfstütze ein bisschen nach oben schieben. Jawohl. Es ist hier hinten deutlich höher als vorne, gefühlt so fast 20 cm. Zwischen meinem Kopf und den Himmel passt somit auch nicht mehr wirklich die Faust, aber auf jeden Fall quer, da ist dann schon ein bisschen Luft. Wenn ich die Mütze wieder aufsetze zur Seite, stößt mein Schirmchen hier aber schon an den Heulen, aber der Kopf halt noch nicht, und ich habe auch noch hier so ein bisschen Bewegungsfreiheit. Ja, die beiden äußeren Sitze sind ein bisschen ausgeformt. Auch hier haben wir wieder das Leder, genau wie auf den Vordersitzen, im oberen Bereich so ein bisschen gesteppt mit weißen Nähten. Ich kann meine Füße komplett unter den Vordersitz schieben, obwohl der ja auf der tiefsten Einstellung ist, und habe hier auch noch Platz für meine Knie. Also ich sitze hier überhaupt nicht unbequem, vielleicht ein bisschen sehr aufrecht. Aber das finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Eigentlich finde ich das eher angenehm. Ja, wenn ich jetzt versuche, mich mal in die Mitte zu setzen. Was versuche? Ich mache das natürlich. Ui, ist das Rückenteil da deutlich härter. Hätte man die Lordosestütze zu doll rausgedrückt. Ich sitze auch noch mal ein bisschen höher. Und rein vom Platz her sind meine Oberschenkel hier verdecken schon einen kleinen Bereich der äußeren Sitze. Also drei Personen meiner Größe hier hinten. Schon ein bisschen kuschelig. Ja,
und auch schwierig einzusteigen. Muss einmal gucken, hier waren Warnwesten drin, ne? Ja, kenne ich doch das Fach. Okay, Platzangebot haben wir, ne? Dann vielleicht nochmal im Vergleich zu vorne, habe ich hinten von der Tür her, also das gleiche Material. Da ist kein Unterschied, man wird hier hinten also nicht degradiert, sondern man hat die gleiche Materialqualität. Okay, ein Haufen Seitenhalt hatte ich erwähnt, ein bisschen ausgeformt, habe ich glaube ich gesagt. Gut, dann spielen wir mal Kindsein hier. Die Fenster versenken sich bis auf diesen Bereich, also da bleibt schon noch eine ganze Ecke stehen. Dafür kommen sie natürlich mit einem Einklemmschutz, der auch sehr früh reagiert. Wir haben Isofix-Halterungen hinter Plastikkappen, die sich dann aber entfernen lassen. Und somit ist immer die Frage, wohin mit den Kappen? 1, 2, 3 sind sie weg. Aber es geht auf jeden Fall. Und das Reinfrimmeln, ja, geht schon. Die Gurtpeitschen sind alle sehr starr, da sollten Kinder also auch keine Probleme haben, sich anzuschnallen. Und apropos anschnallen, die Gurtlänge ist auf jeden Fall ausreichend. Hier bis in die GoPro rein, das passt auf jeden Fall, um Babyschalen und Kindersitze ordentlich anzuschnallen. Ja. Dann können wir schon mit der Ausstattung anfangen. In die Türtasche, das hat mich ein bisschen begeistert, bekomme ich sogar diese 1,25 Liter Flasche reingeschoben. Muss ich zwar ein bisschen deichseln, aber ich muss die Flasche selber nicht groß drücken. Und dahinter hätte ich sogar noch ein bisschen mehr Platz. Das ist schon mal gar nicht schlecht. An den Rücksitzen, an den Rückseiten der Vordersitze habe ich dann auch noch mal so ein Netz, so ein Zeitungsnetz halt. Und hier, das hatte ich erwähnt. Dann habe ich hier oben mache ich erstmal weiter. Ein Haltegriff mit einem Kleiderhaken. Vorne an der B-Säule ist auch nochmal ein Kleiderhaken. Ich habe zwei Luftausströmer hier, die ich bewegen kann. Links, rechts, geradeaus. Und den Luftstrom kann ich für beide zentral auch noch regeln. Dahinter zumindest ein 12-Volt-Anschluss. Da kann ich dann ja zumindest einen Adapter rein, zumindest einen Adapter reinstecken, um hier irgendwas zu laden. Dann gibt es Leseleuchten, auch hier in LED-Technik gehalten, für die beiden äußeren Sitzplätze. Und die Armlehne kann ich auch ausklappen. Da habe ich zwei Getränkehalter nochmal. Da hatte ich meine halbe Liter hingesteckt. Den kann ich hier reindrücken. Der passt sogar sehr gut. Zwei Abstandshalter sind hier vorhanden, eigentlich drei. Und zwei Flaschen kann man hier auf jeden Fall gut unterbringen. Dazu reicht die Armlehne auch, dass jetzt die beiden äußeren Sitzplätze oder die Gäste auf den beiden äußeren Sitzplätzen ihre Arme ablegen können. Ja. Und im Kofferraum zeige ich das auch gleich nochmal, aber ich habe hier auch eine 40-20-40 Teilung, kann also die Durchlade hier runterklappen, habe so Zugang zum Kofferraum oder kann eben auch längere Gegenstände durchladen, wenn das denn vonnöten ist. Ja. Und dieses Fach hier habe ich noch vergessen. In der Mitte haben wir auch noch mal so ein kleines Fach. Da habe ich dann auch noch mal Platz für Warnwesten. Jetzt bin ich aber durch. Gern präsentiere ich euch den Kofferraum vom Audi S3 Sportback. Der Taster ist mittig, kann man auch gut erreichen. Die Heckklappe öffnet nicht elektrisch in unserem Fall. Und ich habe hier mein Maßband dabei, aber auch die Ausfahrt-TV-Rolle. Die Rolle als Maß aller Dinge passt hier quer in den Kofferraum rein. Das ist natürlich auch schon mal sehr löblich. Ich messe jetzt hier erstmal die Ladekantenhöhe. Da komme ich auf 68 cm und danach geht es nochmal 6 cm nach unten. Und wo ich hier gerade stehe, ich nehme das mal als höchste Höhe. Eine lichte Höhe brauchen wir auf jeden Fall von 2,5 m. Ich würde aber eher 2,10 m rechnen. Da bleibst du. Ja, dann gucken wir uns mal zusammen den Kofferraum an. Das ist also der Kofferraum, 340 Liter Ladevolumen, wobei man natürlich ehrlicherweise hier auch nochmal runter gucken muss, denn das zählen die dann auch immer noch dazu, also was hier links und rechts vom Bang & Olufsen Subwoofer ist, den ich aber auch theoretisch ausbauen kann, ganz einfach wie ein Reserverad.
da haben wir noch ein Fach und da hinten ist das Tire Kit, ne? Falls ihr mal einen Platten habt. Gut, kann ich das jetzt auch wieder wegnehmen und kann ich auch nicht tiefer legen, macht ja auch keinen Sinn mit dem Subwoofer da drin. Dann haben wir zur Ösen eine, ein bisschen näher ran, noch eine und die anderen beiden sind hier an der Rückseite. Auf der linken Seite haben wir dann hier so ein kleines Fach und da drin untergebracht ist auch nochmal ein 12-Volt-Anschluss. Bisschen versteckt, kann man aber machen. Hier haben wir einen Haken zum Einhängen von Taschen. Den haben wir auch auf der anderen Seite. Und hinter diesem Fach verbirgt sich der Wagenheber, würde ich fast sagen. Ein bisschen Bordwerkzeug, ja. Gut, wenn wir nicht brauchen, können wir auch wieder zumachen. Die Innenraumbeleuchtung ist übrigens hier unter diesen Zapfen angebracht, die sich auch genauso wegdrücken lassen. Ja, um die Hutablage auszuhängen, gibt es hier lustige Bändchen. Das ist also keine große Ingenieurskunst. Und die Hutablage selbst ist hierbei vernünftig verankert, kann ich einfach rausziehen. Schon ein bisschen stabiler als mein anderes Modell, aber trotzdem noch relativ dünne Pappe. Früher konnte man in sowas ja auch Boxen reinhängen, ne? Dann sehen wir hier, die Rücksitzbank ist teilbar 40-20-40. Also die kann ich hier separat, die 20, auch nochmal umklappen. Ich stehe hier mit ein bisschen Abstand zur Stoßstange, komme aber ganz bequem an diesen Bereich ran. Und wenn ich das zusammen umwerfe, sind es halt 60% der Rücksitzbank auf der rechten Seite. Und dann nochmal 40% auf der linken Seite. Und wenn ich jetzt hier nochmal runter gehe, sieht man, glaube ich, ganz schön, dass das keine ebene Ladefläche ist, sondern dass das nach vorne hin ansteigt. Wenn ich die Rücksitzbank umgeklappt habe, habe ich hier ein Ladevolumen von 1180 Liter, dann aber gemessen bis zum Himmel. Also hier, Fahrzeughimmel. Ne? Die Tiefe des Kofferraums beträgt zur oberen Kante 66, zur unteren Kante 77 cm. Bis zur umgeklappten Rücksitzbanklinie sind es 1,38 m und bis zum vorgeschobenen Beifahrersitz 1,70 m an Tiefe. Die Breite hier im Kofferraum beträgt 99 cm. Die Höhe bis zum Sichtschutz gebe ich mit 43 cm an. Die Höhe bis zur Decke mit 67 cm. Ich habe eben nochmal mein Fahrrad hier eingeladen. Das geht gerade so, ohne das Vorderrad auszubauen. Wenn ich das Vorderrad halt so anwinkel, hier mal als Beweis, da ist sogar noch ein bisschen Luft zwischen. Das geht. Noch einfacher wäre es natürlich, wenn ich das Vorderrad ausbaue, dann bekomme ich hier wahrscheinlich sogar zwei Fahrräder in den Kofferraum gelegt, wenn denn die Rücksitzbank umgeklappt ist. 475 Kilo darf ich zuladen hier im Audi S3 Sportback. Davon dürfen 75 Kilo aufs Dach geschnallt werden. Eine Anhängerkupplung ist überhaupt nicht vorgesehen. Gibt also auch keine Stützlast und keine weiteren Daten. Willkommen zu meinem Fahreindruck hier im Audi S3 Sportback. Und ich fange wie immer an auf meiner kleinen Straße hier. Der Wendekreis vom Audi S3 Sportback beträgt 10,9 Meter. Ich habe hier auch keine Rückfahrkamera, die mir jetzt gezeigt hat, ob ich dick über die Linien gefahren bin. Nur mal den Lenkeinschlag, eine Umdrehung. Und das war es eigentlich auch schon. Also zwei Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Das war sportlich. Wir haben hier einen Drive Select Schalter und da kann ich durch die unterschiedlichen Fahrprogramme schalten. Efficiency, Komfort, Auto, Dynamic und Individual. Und da sehe ich dann auch die Einstellmöglichkeiten. Motorgetriebe kann ich regeln, die Dämpferregelung. Wir haben hier
Magnetic Ride als Option, die Lenkung, der Allradantrieb, der Motorsound und der adaptive Tempomat, das sind alles die Sachen, die man hier einstellen kann. Oder man wählt halt ein Programm vor, in meinem Fall jetzt mal Dynamik, weil ich ja hier einmal losbeschleunigen möchte. Da warte ich den Kollegen aber noch mal ab. A1 Köln. Auf meine Startposition. So, einmal in Dynamic hochbeschleunigen. Ja, und ich sehe das 70-Schild noch nicht mal wirklich. Da ist er schon bei 100. Das geht also flink. 4,6 Sekunden von 0 auf 100. Das ist schon mal eine Ansage, ne? Mal gucken, was der Motorsound von außen sagt, hier im Tunnel. Ja, pröttelt so ein bisschen, ne? Hört man aber auch im Innenraum. Und wenn hier schon die Option Motorklang ist, kann man davon ausgehen, dass im Innenraum auch entsprechend verstärkt wird. Ich muss gestehen, ich bin den Wagen tatsächlich hauptsächlich in Efficiency gefahren. Unter anderem, weil er dann immer so schön segelt. Sieht man jetzt hier ganz schön, E für Efficiency ist noch da, der Gang nicht. Erst jetzt, wenn ich wieder auf die Bremse gehe. So, einmal der Wendehammer. Ja, konnte ich mich nicht entscheiden. Und was ich gemacht habe, ist halt hauptsächlich in der Efficiency gefahren und wenn ich dann mal überholen wollte oder sportlich ja einmal nach hinten geruppt, dann bin ich ja auch im Sportprogramm drin ja, das geht auch ganz flott. Natürlich ist dann das Fahrwerk nicht auf Sport gestellt, aber damit konnte ich gerade auf der Autobahn eigentlich ganz gut leben. Mittlerweile können wir auf der deutschen Autobahn ja eh nicht mehr so schnell fahren, erlebe ich immer wieder, egal welche Fernstraße ich mir aussuche. Macht kaum noch Spaß. Und ja, das normale Beschleunigen in Efficiency ist dann natürlich nicht ganz so zackig. Darum hat man ja das Sportprogramm, dass er da die Schaltzeiten anpasst und die Kennlinien vom Motor. Aber ich denke mal so, man ist trotzdem noch flotter unterwegs als der Großteil der anderen Leute, die ja nicht mal eben 310 PS unter der Haube eines Kompaktwagens haben. Jetzt habe ich hier meine Fahrwerkstrecke. Ich gehe noch mal bewusst in Komfort, wobei ich meine, dass das kein Unterschied ist zwischen Efficiency und Komfort. Aber das ist jetzt die komfortabelste Einstellung. Und die ist schon ein bisschen straffer als sehr komfortabel. Aber ich muss gestehen, der S3 gefällt mir hier zumindest gefühlt dann doch noch mal ein bisschen besser als der RS3, den wir ja auch neulich im Test hatten, weil der dann hier doch noch mal ein bisschen mehr Restkomfort gibt. Ich würde es noch nicht mal groß Restkomfort nennen, sondern ich sage, in Komfort ist das durchaus eine komfortable Fahrwerkseinstellung für ein sportliches Auto. So, jetzt habe ich es richtig. Die Lenkung im Übrigen sehr schön direkt. Ich habe hier wirklich nur so ein Mühspiel in der Mitte. Und sonst setzt das Lenkrad die Bewegung hier, beziehungsweise die komplette Lenkung, die Bewegung des Lenkrads oder des Lenkers hervorragend um. Es macht richtig Spaß, mit dem Wagen auch kurvige Strecken zu fahren, sehr präzise alles. Das Einlenkverhalten gefällt mir gut. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen vorgreife, im Prinzip zeigt der S3 genau das, was der RS3 auch schon gezeigt hat. Das ist wirklich ein sehr einfach zu fahrendes, dafür ungemein sportliches Auto, was eine ganze Menge Spaß machen kann. Und auch wenn vorne nur ein Kolben in die großzügig dimensionierte Bremsscheibe greift, kann man doch hier sehr präzise bremsen auch. Sobald ich den Fuß aufs Pedal lege, verzögert der Wagen sofort und die Bremsleistung fand ich auch angemessen zur Motorleistung. Ich, wie gesagt, bin auf Fernstraße gefahren, also sprich Autobahn. Ich habe nochmal in Dynamic geschaltet, wobei mir natürlich da jetzt nochmal so ein Skoda vorzieht. Ja, das bringt leider gar nichts. Weil
ich glaube, man kann es zumindest erahnen oder müsste sich einfach auf mein Wort verlassen. Also Kurven sind hier durchaus ein Element, kann man gut machen, macht auch jede Menge Spaß. Einmal hochbeschleunigen hier von 100. Sagen, kann schon was, ne? Der S3 hat ja 2,5 Liter Hubraum und 5 Zylinder, während der S3 nur 2 Liter Hubraum hat und 4 Zylinder. Dazwischen liegen 90 PS zwischen S3 und RS3. Ich meine, ist auch schon ein paar Tage her, dass ich den RS3 hatte. Aber ich lasse mich dazu hinreißen und ich weiß, gerade die Audi-Jünger werden mich dafür hassen, dass mir der S3 vollkommen reichen würde. Ich bräuchte das eher nicht davor. Ja, 5 Zylinder, schön und gut, toller Klang, lalala, alles in Ordnung. Aber rein von der Leistung, finde ich, ist der S3 hier vollkommen ausreichend, um lustig sportlich zu fahren. Ja, jetzt habe ich hier den Tempomaten mal aktiviert, den adaptiven, bei Tempo 100 oder meinetwegen auch 99. Bei 1800 Umdrehungen dreht er da und Windgeräusche vermag ich nicht wirklich wahrzunehmen. Bei 120 liegen wir jetzt bei gut 2200 Umdrehungen. Jetzt nehme ich das erste Mal hier von der A-Säule ganz leicht Windgeräusche wahr, aber das ist kaum nennenswert eigentlich. 140 bei 2500 Umdrehungen und auch jetzt finde ich die Windgeräusche immer noch leise. 160 bei 2900 Umdrehungen und jetzt wird es auch schon ein bisschen lauter. Ich hebe meine Stimme ganz marginal. Wäre für mich als Reisegeschwindigkeit aber auch immer noch in Ordnung. Einmal von 80 hoch beschleunigen. Natürlich schaltet der jetzt zurück. Trotzdem wollte ich es einmal zeigen. Also selbst wenn man in Efficiency unterwegs ist, braucht man nicht zwangsläufig in Sport zu schalten, um hier auch mal schnell zu beschleunigen. Es scheint mir heute nicht vergönnt, hier nochmal 200 zu fahren für euch. Was soll ich tun? Aber ich kann jetzt das Ganze nochmal umdrehen und einmal in Dynamic gehen. Merkt man sofort, wenn man umschaltet von Dynamic oder Efficiency in Dynamic, dreht er sofort ein bisschen höher. Und wird gefühlt auch lauter, wenn ich den Gas gebe, was nicht nur an der höheren Drehzahl liegt. Und wenn ich nicht in Efficiency unterwegs bin, sondern hier so ein bisschen sportlicher, dann haben sie auch hier das Rotzen reinprogrammiert, damit man sich hier lustig wohlfühlt. Scheiße, krieg das jetzt nochmal schnell hin, zack. Efficiency, aber ihr hört es ja selber. Also die Windgeräusche sind jetzt so laut bei 193, bei 200 ist auch nicht viel anders, dass ich auf jeden Fall die Stimme heben muss. Im Übrigen ganz interessant, also bei Umdrehung habt ihr selber gesehen, ich jetzt gerade gar nicht. Egal bei welchen Geschwindigkeiten, wenn ich in Efficiency unterwegs bin, ich habe nicht einmal den Motor erwähnt, weil man ihn ja tatsächlich auch nicht groß hört. Ne? Also du kannst den S3 durchaus Langstrecke als leises Fahrzeug bewegen oder als ruhigen Wegbegleiter. Und wenn du es dann aber kacheln lassen willst, schaltest du halt in Dynamic oder aktivierst hier den sportlichen Sound halt beim Individualprogramm. Und hast dann sofort die akustische Untermalung, die du ja haben willst, wenn du dir so ein S3 kaufst. Zumindest wenn du da mal am Gas hängst. Und ja, prödelt halt hinten, ne, wenn ich vom Gas gehe, immer mal wieder schön runter. Und auch beim Gangwechsel gibt er mir nochmal so ein Gerotze oder Gefurze. Je nachdem, ob man es gut findet oder nicht. Es ist auf jeden Fall spaßig, sage ich mal.
Ja. Was einem aber auch klar sein muss, wenn man den S3 kauft, kauft man ein bisschen Understatement, was die meisten Leute im Rückspiegel natürlich nicht so ganz zu schätzen wissen. Das Überholprestige hier ist nicht ganz so großartig, sodass das doch, wenn man auch auf der Autobahn mal ein bisschen zügiger fahren will, ganz schön auf die Substanz des Autos geht. Weil du natürlich, wenn du nicht vorausschauend fährst oder wenn du wirklich Druck machen willst, ziemlich oft die Bremsen beanspruchen musst und dann auch wieder aufs Gas, weil die Leute halt erst relativ spät merken, dass du von hinten ankommst mit einer Geschwindigkeit, die höher ist als 120, die sie hier selber fahren, oder 140. Genau das meine ich. Zack, muss er nochmal reinziehen. Ne? Kommt ja nur ein kleiner Audi von hinten. Aber gut. Ja, mein Fazit zum S3. Ein bisschen hier Feuer raus wieder. Ist durchaus das, was ich eingangs schon sagte. Ich persönlich würde mich wahrscheinlich, wenn ich mir einen sportlichen Audi im Kompaktsegment kaufen würde, eher für den S3 entscheiden als für den RS3. Einfach weil mir die Leistung so vollkommen ausreicht und ich auch merke, mehr kannst du kaum abrufen. Es sei denn, du gehst dann wirklich mal auf die Rennstrecke. Und ich schätze dann doch das Tucken mehr an Komfort, den etwas niedrigeren Preis. Bloß beim Verbrauch, da nehmen die sich meines Erachtens nicht wirklich viel. Ich gehe jetzt einmal die Assistenzsysteme durch. Da ist eben einmal die GoPro abgeflogen, da muss ich wieder dranhängen, aber sollte ja gar nicht so auffallen. Also, in unserem Testwagen haben wir doch allerhand an Sensorik verbaut und dazu auch die passenden Assistenzsysteme. Es fängt also an, unten seht ihr schon die 60. Ich hier die Kamera hinter dem Spiegel erkennt also Tempolimits und zeigt die mir entsprechend an. Wir haben natürlich ein Frontradar und da zeigt er mir jetzt unten neben dem Tempolimit dieses rote Geblinke an. Ich fahre zu dicht auf. Das sehe ich ja jetzt das erste Mal. Nein, kam eben schon ein bisschen. Es wird hier für mich verdeckt durch die GoPro, sonst hätte ich das eben nicht gemacht. Darf man echt nicht machen. Natürlich habe ich auch einen adaptiven Tempomat, den hatte ich ja eben schon mal in Gebrauch. Da kann ich dann auch noch sagen, wie viel Distanz ich zum Vordermann halten möchte, also minimal oder maximal, je nachdem wie entspannt oder unentspannt ich halt fahre. In den Spiegelaußenkappen habe ich vier LEDs, die mir anzeigen, wenn sich ein Fahrzeug im toten Winkel befindet. Das ist also auch der Radar nach hinten. Dann gibt es natürlich eine Müdigkeitserkennung und auch einen aktiven Spurhalteassistenten. Seht ihr jetzt auch unten rechts im Cockpit, habe ich also aktiviert. Und mit dem Tempomaten und dem Spurhalteassistenten, der mich wirklich auch in der Spur hält, habe ich jetzt quasi nach Tesla, ne, einen Autopilot. Soll jetzt aber die Lenkung wieder übernehmen, mache ich natürlich auch. Ne? Natürlich, fahre ja ordentlich. Das könnten wir jetzt hier nochmal, vielleicht nicht gerade, wenn Laster entgegenkommt. Einmal provozieren hier über die Linie. Ah, will er gar nicht. Also da ist er schon, zeigt er ein bisschen Kraft auch im Lenkrad, um mich halt von der Linie wieder wegzuführen. Aber was ich halt viel angenehmer finde, man hat halt eine permanente Lenkunterstützung, also jetzt auch in der Kurve, die ja hier
war so begeistert vom Tempomaten, beziehungsweise vom Spurhalteassistenten. Also auch in der Kurve, die vor mir liegt, lenkt er permanent mit, unterstützt mich somit. Und was bei Audi schön gelöst ist, das ist ja am Blinkerschalter quasi, ist ein Taster, kann ich also ganz schnell an- und ausschalten, sportlich fahren, ausgeschaltet auf Knopfdruck und dann wieder hier durch die Pampa gleiten, direkt wieder angeschaltet. So, jetzt kann ich das nochmal hier provozieren, dann zeigt er mir unten auch nochmal die rote Linie an, warnt mich aber in diesem Fall nicht. Komme ich zum Ende unserer Videokaufberatung hier zum Audi S3 Sportback mit dem Automatikgetriebe. Audi gibt einen Neftverbrauch zwischen 6,5 und 7,1 Liter an, je nach Felgengröße. Wir haben jetzt hier gut 1100 Kilometer auf der Uhr und kommen beim Verbrauch von 11,3 Litern raus. Ich möchte dazu sagen, dass ich die ersten 300 Kilometer selbst gefahren bin. Da war ich noch unter 10 Liter, war einmal Köln und zurück. Schöne Testfahrt durch die ganzen Baustellen durch. Da konnte man auch gar nicht groß schnell fahren und auf dem Rückweg hatte ich dann noch ein bisschen freie Strecke, aber man kann ihn durchaus unter 10 Litern bewegen. Eine weitere Strecke, auch auf der Autobahn, habe ich dann mal ein bisschen zügiger genommen, wollte schnell nach Hause. Das hat den Verbrauch dann entsprechend nach oben gebracht. Wer den Wagen wirklich am Limit fährt, denke ich persönlich, kommt auch gut mit 15 Litern hin. Aber wer fährt schon die ganze Zeit am Limit, ne? Ja, ich habe meine üblichen drei Bewertungskriterien. Fahrspaß, das ist der erste Punkt. Wir haben hier 310 PS zur Verfügung, Allradantrieb, ein Auto der höheren Ausstattungsklasse bzw. der Luxusklasse oder Premiumklasse. Ich finde, macht durchaus Spaß. Und ich habe das, glaube ich, beim Fahreindruck auch schon zweimal gesagt, ich würde durchaus den S3 dem RS3 vorziehen, weil der S3 für mich ausgewogener ist, Komfort und Sportlichkeit. Also du kannst den sehr schön leise als Langstreckenauto fahren. Auf der anderen Seite schaltest du dann in Dynamic und lässt die Sau fliegen quasi und kannst richtig Spaß haben. Und dann macht der auch einiges. Sicherlich, er hat nicht den schönen 5-Zylinder-Sound, aber der kann schon einiges. Und in Sachen Fahrspaß, da kann schon eine ganze Menge passieren. Doch gebe ich durchaus den Daumen nach oben. Was den Komfort angeht, ich hatte Probleme mit den Sitzen. Nach einer Stunde tat mir die rechte Pobacke irgendwie weh. Kann auch durchs Laufen gekommen sein, dass ich irgendwas, ich weiß es nicht, ich mache jetzt so viel Sport. Ne? Aber ich glaube, dass irgendwie, ich komme mit den Sitzen halt nicht klar. Sonst die Abstimmung vom Fahrwerk. Wir haben hier Magnetic Ride, also in der Komfortabstimmung ist das schon noch ein bisschen straffer als so ein komfortables Auto, aber für ein sportliches Auto finde ich es durchaus angenehm und würde es auch komfortabel bezeichnen. Kann man durchaus machen. Nee, finde ich schon okay. Was die Alltagstauglichkeit angeht, das ist ein kompakter, ne? Der passt quasi heutzutage in jede Parklücke und man hat Platz für 4 Leute. Die Zuladung ist jetzt nicht ganz so üppig, das Kofferraumvolumen ebenso nicht, aber für einen kompakten ist das, glaube ich, alles im Rahmen. Und zusammengefasst finde ich, bietet der Audi S3 durchaus ein sehr schönes Package. Package. Vom Preis vielleicht mal abgesehen, für Normalverdiener halt. Ne? Für andere ist es Kleinwagen, kann man mal kaufen nebenbei. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Wir hatten ja jüngst erst den RS3, da könnt ihr auch schön vergleichen. Ich persönlich würde die Limousine immer dem Sportback vorziehen. Ich finde die einfach schicker, egal ob nun RS3 oder S3. Und mag das auch mit Kofferraum zu fahren. Bin aber sehr gespannt auf eure Kommentare hier zu unserem Video. Ich verabschiede mich jetzt aber einfach, sag wie immer, tschüss, bis dann, euer Jan. Den Code, den Bestellcode, meine Fresse, was will ich denn sagen? Blenden. Blenden. Und jetzt noch die restlichen. Ja, was nochmal? Ach so, ja, von wegen. Schade eigentlich, ne? Hätte ja nicht sein müssen. Achso. Ja, wollen wir es einfach normal machen, ja, ne? Vielleicht. Der Kofferraum, ne? Wird da super hier.
Mir ist gerade die GoPro abgeflogen. Machen wir den doch nochmal ganz von vorne.